Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast über Filme, Serien und Comics hier von ARD und ZDF von Funk. In deren Auftrag arbeiten wir, wer auch immer so verrückt ist, uns das Geld zu geben. Aber hallo Jonas, hallo Marius, ihr seid auch heute am Start und es freut mich sehr. Hey. Wie geht's, wo seid ihr gerade, was habt ihr an? Ich sehe es über die Kameras, aber die Leute nicht. Ach so, was habt ihr an? Ich trage ein Predator-Shirt. Oh, ein Predator. Ich trage ein Hemd, aber nicht mein Cat Lady Boy-Hemd. Ich dachte, du sagst jetzt nicht mehr lange, weil du dich im Laufe des Podcasts im Kleinen wirst. Genau. Für 10.000 Likes gibt es bei dem nächsten Podcast einen Knopf weniger. Stimmt hier ab, wer hat die schöneren Brüste? Jonas oder Bibis Beauty Palace? Ich bin der ganze Heimwerker King heute. Ich habe ein Shirt an, das ich mal im Baumarkt gekauft habe, weil ich das schön fand. Stimmt, das kenne ich. Ich bin so richtig Boomer geworden. Du bist so ein Heimwerker King geworden, dass du dir sogar Heimwerker King Merch kaufst. So sieht's aus. Ja, aber habt ihr mitbekommen, dass eventuell also das so eine Schwebe ist, dass es ein Comeback von Hör mal, wer da hämmert geben soll? Ich hab's mitbekommen. What the fuck? Was ist da los? Also, Tim Allen hat irgendwie das so, ich habe gestern ein Video irgendwie dazu gesehen. Ja. Tim Allen hat das so angedeutet, die haben wohl letzte Staffel auf jeden Fall abgelehnt. Mhm. Und es werden so, ja, mach die für zweistelligen Millionenbereich oder sowas. Verfolgt die ja den Trend von der Originalserie und wird immer düsterer und immer deprimierender und plötzlich ist der eine Junge tot, ein Drogentod gestorben und der andere hängt in einem Crackhaus rum. Der Nachbar ist tot, also der Darsteller von Wilson ist an Lungenkrebs gestorben. Oh, ja. Das ist traurig. Aber ich fand wirklich, das war doch, also einmal, das waren ja drei Söhne. Jonas guckt total in die Röhre. Ich glaube, du hast Ich hab das wirklich nur so folgenweise gesehen. Ich glaube, insgesamt in meinem Leben 10 Folgen oder so. Ich weiß nicht mal, wo lief das denn? Auf Kabel 1 oder so? Ich weiß es gar nicht. RTL 2. Ja. Oh, RTL und RTL 2. Ja, guck mal, ich bin so jung, bei mir lief es schon auf Kabel 1. Wusste nicht, dass es auf Kabel 1 läuft, das ist ja eine ganz andere Sendergruppe. Das war super weird. Das ist irgendwann, es sind ja drei Jungs und irgendwie gab es, das habe ich dann im Nachhinein mitbekommen, irgendwie gab es dann Streitereien am Set und der eine wollte nicht mehr und so. Und dann ist der in der Serie erst irgendwie nach in die USA, der war irgendwo in Europa oder sowas oder was weiß ich, oder er war auf jeden Fall weg. Und dann wurde es aber auch irgendwie die Serie, das ist ja, passiert ja oft irgendwie in diesen 90er-Sitcoms, die wurde dann immer ernster. Und der eine hatte dann doch wirklich ein Drogenproblem, ne? Der Älteste. Ja, ich glaube, der hat mal gekifft. Ganz kurz. Ja, okay. Einmal draußen, dann aber war das. Aus heutiger Sicht ist es, glaube ich, insgesamt ein bisschen spießig auch. Gerade wenn man sich so auch Tim Allens eigene Vergangenheit anguckt, der war ja im Knast wegen, ich glaube, er hat einen Pfund Kokain im Auto gehabt oder sowas. Ja. 650 Gramm, ich hab's gerade gegoogelt. Ja. Ja. Aber hier, hör mal, wer da hämmert, Staffel 7. Brad auf Abwägen. Ein geheimnisvolles Päckchen. Ja, es ist tatsächlich nur Marihuana. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie die das aufgezogen haben, so als wäre das wirklich härtestes Heroin oder sowas, ne? Ja. Substanz C. Als Jugendschutz. Ja, aber ein Sohn ist ja quasi ein bisschen ja, Emo-Szene war es damals ja noch nicht. Eher so Gothic-Szene. Goff, ne? Goff, ja, genau. Stimmt. Ja. Aber der Darsteller von dem, das war ja irgendwie der Jüngste, der hat auch irgendwie gesagt, ich glaube, hat sich da nicht so frei gefühlt, so richtig kinderdarstellermäßig, ne? So von wegen, ja, spiel das mal und sowas. Ich glaube, hat sich nicht so wohl gefühlt. Und der, von dem du eben geredet hast, der Mittlere, der hat ja Simba in König der Löwen gesprochen. What? Ja. What? Was ist denn das? Wusste ich nicht. Was ist denn das für ein Mindfuck? Alter Vater. Ja, ich habe gedacht, Simba ist ein Löwe und das spricht für sich selbst. Oh. Ja. Aber der hat Tim Allen hat ja noch eine andere Serie, aber die habe ich nie gesehen. Also die lief auch erfolgreich auch mehrere Staffeln. Oh, wie hieß die denn? Da war der nämlich auch wieder drin. Also die verstehen sich wohl wieder anscheinend. Du meinst die neue Sitcom, wie heißt das? Still Standing? Nein, nicht Still Standing, das ist die andere. Stay With Us? Nee, wie heißt das denn immer? Tim Allen Sitcom. Ich google es einfach, um das. Last Man Standing, das war's. Last Man Standing, genau. Ja, das ist ein Lied von Elton John. Da sepp ich tatsächlich, also ich habe das schon erklärt, in meinem Haushalt wird nicht aufgrund von mir, aber es wird tatsächlich noch ferngesehen. Manchmal läuft das so. Und ich habe mich schon hin und wieder mal darüber lachen sehen. Also ich habe mich so da so mal reingeguckt, dann musste ich übers Land. Da dachte ich mir, oh Gott, das ist nämlich so richtig, wo ich das eben schon gesagt hatte, Boomer Humor.
Aber hallo. Aber wo wir noch bei dem Thema sind, am lustig, also das ist auch ein, wirklich ein altbekannter Funfact. Und das ist, hat jetzt auch was Tragisches, weil der Schauspieler leider 2019 von uns gegangen ist, also vor 2 Jahren. Mhm. Der Schauspieler von Willy Tanner in Alf, ja, der Vater, also Alf, da geht's ja für alle, die damit gar nichts anfangen können, weil ich meine, das ist eine Sitcom aus den 90ern. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Ja. Aber kennt man ja. Also vor allem, ich habe letztens eine Corona-Demo-Video in Kassel gesehen, da hat sich ein Typ als Alf verkleidet. Das fand ich sehr witzig. Und warum? Hat so geschrieben, also, nehmt mich ernst! Ja, dann trag halt kein Alf-Kostüm. Also, aber anderes Thema. Ich mag Alf nicht, weil der isst Katzen. Katzen isst. Er isst Katzen. Aber ich habe das total abgefeiert. Und da geht's ja auch, das ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, Full House-mäßig spießig. Das ist so sehr heile Welt. Und gerade so Willy Tanner, der Vater ist ja schon sehr so der Vorzeigevater und so sehr spießig. Der Sozialarbeiter, ja. Ja, der Schauspieler, Max Wright, wurde mehrfach wegen Alkoholfahrten festgenommen und wurde mit in den USA ist ja, soweit ich weiß, verboten gerade, Prostitution, also mit Prostituierten erwischt und hat angeblich auch, hatte eine wohl sehr ausgiebige Drogenvergangenheit, so wie ich das mitbekommen habe. Und das passt halt so, das ist so verrückt. Aber zum Thema düster, Alf endet ja auch relativ düster. Mhm. Also es geht ja grob darum, dass Alf versteckt sich ja quasi bei denen vor dem Nachbarn vor allem, ne? Vor dem Militär ja auch. Wissen irgendwie Außerirdische und dann geht's halt darum. Und das Ende ist tatsächlich, ich glaube, dann kriegt Alf, ich glaube, das steht ja irgendwie so auf einer Wiese und dann gehen irgendwie so Scheinwerfer an und dann ist Ende oder sowas. Also aber dann beginnt doch der Film, oder? Ja, dieser Film spielt irgendwie Alf. Film? Ja, es gibt einen Film. Und ich glaube, die Sitcom endet nämlich damit, dass er in dieses Gefängnis kommt von dem Militär. Und dann setzt, glaube ich, der Film ein. Und es geht so ein bisschen auch um den Ausbruch und so. Genau, der ist da irgendwie auf dieser Militärbasis. Also, aber ich habe den Film nie gesehen, weil er soll auch richtig kacke sein, glaube ich. Ja, ich habe den gesehen. Der lief damals auch im Fernsehen. Da war ich aber wirklich ein Kind zuletzt. Aber brauchen wir nicht drüber zu reden. Es gab auch eine Zeichentrickserie, aber die spielt noch auf Melmac. Ja, genau. Da gibt es auch weitere Melmacianer. Ja. Jonas ist heute richtig lost. Ich wusste gar nicht, dass das so ein krasses Franchise ist. Ich kann den das ist sau erfolgreich Alf war groß. Gewesen. Ja. Richtig Hast du groß. Keine Alf-Pox? Was? Jonas kennt keine Pox mehr. Ich weiß nicht, was Pox sind. Das sind diese runden Plättchen, die stapelst du so auf und dann haust du mit einem harten Pock drauf und alle, die so und so umfallen, gehören dann dem anderen. Genau. Und dann spielt man gegeneinander. Das sind diese runden Chips, die waren früher immer in Cornflakes-Packungen. Hm? Okay. Und ich dachte schon, unser Pokémon-Kartenspiel zu Hause war hinterwäldlerisch. Ja, das war halt, dann hast du halt auch so runde Dinger, die Seiten unterschiedlich, und da waren auch die glitzernden waren halt wertvoll. Oh, diese typische Trading Card waren halt Pocks und du hast halt einen harten Plastikpock, mit dem du halt so da draufhauen musst auf den Turm und sowas. Ich habe das jetzt nie so aktiv gespielt, aber war mal ein Ding. Und die gab es halt, glaube ich, auch ganz oft mit Alf. Und ich glaube, Alf Merch, das war so. War so groß, ich schätze mal so groß wie Simpsons Merch in den 90ern. Also so Alf war wirklich riesig, ja. Alf war riesig. Ja, die echten coolen Gangster haben damals halt mit Pox gespielt, wir auch. Aber wir haben auch, wir haben nicht nur in dem Modus gespielt. Da gab es auch noch weitere Modi, die sich natürlich jeder irgendwie ausgedacht hat. Man hat das noch irgendwie anders gespielt. Ja. Wir haben es auch immer gespielt, wo man das so an eine Wand werfen musste und wer näher an der Wand ist, zum Beispiel. Ah. Ja. Ich hatte so einen kleinen, ich weiß gar nicht, ob ihr diese Dinger kennt, das sind so kleine. Nein, nicht Plüschtiere, aber kannst du so, die haben so die Hände nach vorne und dann drückst du hinten drauf, dann gehen die auseinander, dann kannst du die an den Vorhang klemmen oder irgendwo dran klemmen. Ah, ich hatte so einen kleinen Alf, den man so. An den was klemmen? Vor? An Vorhang oder was auch immer. An Vorhang. Also die halten sich mit den Händen dann quasi fest. Das ist wie so eine Zange. Wie so eine Haarklammer. Wie so eine Haarklammer. Ja, genau. Okay. Oh Gott, genau, du drückst hinten drauf, dann geht das auseinander. Und da gibt es halt diverse Tiere und unter anderem Alf. Geil. Ich glaube, ich habe die Haare geschnitten, glaube ich, dann. Boah, das ist wir sind perfekt. Ich habe meinen Kuscheltieren auch früher die Haare geschnitten, weil ich gedacht habe, die nachwachsen. Oh, hey, was? Ja. Was? Bitte, warte mal, das ist jetzt richtiger Psychopathen-Shit gerade. Ihr habt euren Kuscheltieren die Haare abgeschnitten? Hä, hey, warum ist das so friseurmäßig gespielt? Ja. Echt? Ja, das habe ich nie gemacht. Das muss ich, da kann ich. Oh Gott, dann erzähle ich nicht meine Extremsachen jetzt. Okay, doch, erzähl. Ich wollte das gar nicht sagen. Ja, aber wenn ein Erwachsener einem Kuscheltier die Haare schneiden würde, dann würde ich mir schon sagen, okay, da stimmt was nicht. Aber gut, wie alt wart ihr? 16, 18, 20?
31. Nein. Ich hatte so einen Arztkoffer, ne, als, hat man ja als Kind auch zum Spielen. Mhm. Und dann wollte ich halt eine Operation machen. Und dann habe ich halt so einen Teddybär halt auch mit einer Schere so aufgeschnitten und wieder zugenäht und so. Da ist aber kranker Mensch. Ja, und dann auch so ein Verband drum gemacht und sowas. Ach, das finde ich jetzt überhaupt nicht extrem. Wahrscheinlich noch Batterien reingemacht, weil du gedacht hast, aber das es war halt so, da kam halt dann dieses, der Füllstoff so raus. Also, ne, dieses. Ja, ja. Und dann aber waren überall diese Flocken im Zimmer. Vielleicht bin doch ich der Freak, denn irgendwie finde ich das lange nicht so schlimm wie das Haare schneiden. Irgendwie, das hat was, was mich ganz komisch berührt. Haare schneiden. Kennt ihr die TV-Show von TLC? My Strangest Addiction, natürlich. Yeah. Ich kenne das von da dir. Gibt's auch, da gibt es eine Folge, da ist eine Frau, die ist süchtig danach, diese Füllung davon zu essen. Yeah. Also nur mal für die Akten. Ich halte das für einen riesigen, einzigen Fake. Aber die sind teilweise so unterhaltsam, die Folgen. Ist das mit dem Benzinschnüffel? Die Frau, die man eine Flasche Benzin am Bett hat? Das ist aber eine andere Frage. Nee, aber die sitzt dann einfach im Sofa mit einem Kissen und snackt das Kissen. Das ist sauwitzig. Ich habe die Folge gesehen mit den Kaffeeeinläufen. Das fand ich auch saulustig. Also natürlich, ich halte das komplett für vorne und hinten gefaked alles, aber es ist halt irgendwie, es hat was, ne? Es ist egal. Ich finde, es ist egal. Ja, total. Aber zum Thema weird, wenn Haare geschnitten werden bei Spielzeug, ich glaube, es gab mal eine Barbie-Puppe, deren Haar nachgewachsen ist. Mm. Ich weiß nicht wie, oder? War das nicht so? Oder man konnte es austauschen? Das klingt gruselig. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht könnte man die so rausziehen von innen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht irre ich mich auch. Möchtet ihr eine super eklige Geschichte hören, wo wir gerade eben beim Fahrrad schnell waren? Ich weiß, irgendwie kam die mir in den Sinn. Ich glaube, ich habe die wirklich noch nie in diesem Podcast erzählt. Aber noch eine Sache zu dem Tiere und Haare schneiden. Ja. Wahrscheinlich waren das damals auch so. Vielleicht sind wir für den Mikroplastik verantwortlich, Marius. In den Meeren. Ja. Wir alleine. Wenn wir den Haaren die Tiere. Wenn wir den Tieren die Haare geschnitten haben. Ja. Oh. Okay. Ich werde jetzt auch in dieser Geschichte nicht wie der coolste Typ rüberkommen, sage ich gleich. ich habe in Wien gewohnt und zwar relativ weit oben. Also ich glaube wirklich im allerobersten Stock, im dritten, vierten Stock eines Hauses. Uncool. Und ich habe mich ausgesperrt. Warum auch immer, weiß ich nicht mehr. Aber ich bin jetzt zu den Nachbarn gegangen, mit denen die wir kannten. Also Freunde würde ich jetzt nicht sagen, aber wir kannten uns halt. Und da war halt so das eine Zimmer von dem einen Typen war halt so quasi direkt neben meinem und ein Gedanke von mir war, bevor ich jetzt einen Schlüsseldienst und sowas rufe als armer Student, könnte man nicht vielleicht, falls da ein Geländer ist, irgendwie von Fenster zu Fenster klettern. Das wenigstens mal auschecken, ne, ob das möglich ist. Mhm. Und dann habe ich das halt Fenster aufgemacht, hab festgestellt, okay, nee, Quatsch, das ist viel zu gefährlich, da sterbe ich, da rufe ich lieber einen Schlüsseldienst, hab's aber gelassen. Und dann habe ich aber auch mit dem einen Typen, von dem in dessen Zimmer ich war, ich hatte das vorher mit dem abgeklärt. Und dann habe ich den gefragt, ob die irgendwie Werkzeug haben oder so. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es war, aber auf jeden Fall kam es dann dazu, dass ich sogar überlegt habe, irgendwie die Tür zu knacken, ne, bei uns zu Hause. War auch übrigens keiner da, sonst hätte ich einfach klingeln können. Und ich bin immer noch ein bisschen angeekelt von dem Moment. Ich habe dann so ein Tool gesucht, ein Werkzeug bei dem Zimmer und habe dann so ein kleines Kistchen aufgemacht, wo halt so Nagelscherenzeug drin ist. Und das war so eine kleine Tasche, die sich so in der Mitte teilen lässt. Und rechts in der Hälfte war halt wirklich eine Sammlung von Monaten, vielleicht Jahren von Fingernägeln und Zehennägeln. Geil. Sofort wieder zugemacht. Mich wirklich, also es hat einmal durch meinen gesamten Körper gezogen und ich spüre das bis heute. So daran, ich kann mich nicht mehr an die Umstände erinnern, aber ich kann mich noch an diesen Anblick erinnern. Oh, das war übel. Wir wissen, wie die Geschichte wirklich abgelaufen ist. Du hast da einmal reingelangt und hast ein bisschen davon gesnackt. schön knusprig zum Filmabend erstmal was Selbstproduziertes essen. Du, dann so eine Prise raus und dann so den Kopf zurücklegen und dann so oben so reinträufeln. Oh Gott, ich kotze gleich. Ja. Statt Parmesan auf die Nudeln. Dann habe ich wild masturbiert. Nein, habe ich nicht. Gut, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass es diesen Podcast auf Spotify gibt, auf Deezer, auf iTunes per RSS-Feed. Und man kann ihn mit Bild, mit unseren Kameras auf YouTube gucken. Und übrigens, wir sagen es immer wieder, aber Leute, macht das. Das ist super krasser Service von Funk. Ihr könnt das auf YouTube einfach runterladen und offline euch antun. Ist gut für euch.
Habt ihr denn mitbekommen, was gerade in das wie Godzilla vs. Kong abgeht? Nee, gar nicht. Habt ihr noch nicht? Ich habe so mitbekommen, dass das ganz gut ankommt. Ich möchte mich halt ein bisschen raushalten, um meine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Deswegen. Marius, wir wissen ganz genau, dass du richtig, richtig hyped bist. Also, warum hättest du sonst alle Godzilla-Filme, die es gibt, in den letzten Monaten angeschaut? Ja, schon. Ja. Also ich finde es halt sehr unterhaltsam. Also ich kann dir sagen, der ist ja jetzt in. Ich habe die genaue Zahl nicht rausfinden können. Meine eigenen Recherchen haben 21 ergeben, aber viele Nachrichtenseiten sprechen von 38. Deswegen weiß ich es nicht so genau. Aber der ist halt in dutzenden Ländern erschienen, der Film. Mhm. Und zwar in den Kinos. Vor allem natürlich in Ostasien, also in Ländern wie China oder auch weiter im Süden, Indonesien, Singapur oder sowas. Und auch in Taiwan ist er zum Beispiel auch rausgekommen. Und die ersten Kritiken sind äußerst positiv. Aber ist das nicht immer so? Na, das ist halt genau, das ist die Frage. Das ist oft so bei so, gerade bei so großen Filmen, aber so, was die Leute wirklich so einstimmig immer sagen, wenn man sich nur auf die Monsterkämpfe freut, dann ist das der Film für dich. So, die sollen richtig geil sein. Soll man sich da auch noch auf was anderes freuen? Die haben ja im Trailer so eine Story eingebaut mit diesem. Spielen da Menschen mit? Ja, leider. Leider. Da müsste man auch so einen Wrestle-Cut machen von allen Godzilla- und King Kong-Filmen und einfach nur die Monsterkämpfe. Ja, also es gibt ja, ich habe mir das auch schon überlegt, es gibt ja vier Filme im Monsterverse jetzt. Also wir haben ja Godzilla den ersten, dann haben wir Kong Skull Island, dieses Prequel-Ding, das halt so irgendwie Jahrzehnte zuvor spielt, im Vietnamkrieg war es, ne? Und dann gab es ja noch Godzilla King of the Monsters mit der Elfie-Darstellerin, mit Eleven, mit Bobby. Mhm. Billy Bob Thornton, würde ich sagen. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brownie. Genau. Und ich finde, man könnte einfach in diesen Film einfach nur die Monsterkämpfe zusammenschneiden und so, man hätte nichts verloren. Man hätte es eher verbessert. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja. Aber so die Sache ist, so gerade in China und so, also die Kinos sind zwar offen, aber die können ja nur bis zu einem gewissen Prozentsatz öffnen. In China sind es, glaube ich, aktuell 50-75%. Immerhin, ne? Ja, immerhin. Und der Film hat in den ersten Tagen 122 Millionen US-Dollar eingenommen. Und das ist sogar mehr, als der Vorgänger King of the Monsters in der gleichen Zeit eingenommen hat. Und der kam außerhalb von Corona raus und in mehr Kinos. Also dieser Film wäre selbst für Nicht-Corona-Verhältnisse super erfolgreich. Nicht super erfolgreich, aber ziemlich erfolgreich. Darf ich raten, was du jetzt sagen willst? Was? Du wirst jetzt sagen, dass während Corona und vor Corona immer der Abgesang auf das Kino. Aber hier, der Film zeigt jetzt, dass die Leute ins Kino wollen. Nein, also ja, das habe ich schon oft genug gesagt. Das wissen die Leute mittlerweile. Aber das heißt ja, wenn es mal nicht so gut läuft im Kino, einfach mal ein halbes Jahr alle Kinos zumachen. Die Leute kommen dann nach umso mehr wieder ins Kino. Ja, genau. So Kinoferien. Ja, und jetzt läuft ein halbes Jahr hier nichts. Also findet ihr es nicht irgendwie super poetisch und irgendwie total schön, dass so gerade in dieser kinofreien Zeit, in dieser Corona-Zeit, ausgerechnet Godzilla und King Kong quasi beweisen, dass das Kino immer noch so richtig stark funktioniert? Also ich finde das irgendwie schön. Also klar, wir können jetzt darüber reden, es ist wieder ein Blockbuster, wieder ein Monster, der tausendste Monsterfilm, was weiß ich nicht alles, aber ich finde es total schön. Ich denke mal, das ist gerade dieser Film ist ja, das sind große Monster, die brauchst du eine große Leinwand, ne? Da kannst du. Da kann man Fernseher so groß sein, wie er will. Im Kino, ey, ich komme doch nicht gegen eine, keine Ahnung was, 8 Meter Leinwand an. Also, ja. Genau. Ich finde, man sollte auch in Kinos zukünftig Fidget Spinner austeilen. Was? Was ist das mit dir? Was? Ja, nee, dann gucken die Leute nicht mehr auf ihr Handy, sondern Fidget Spin. Da hast du die ganze Zeit diese im Ohr. Hä, gar nicht. Du musst halt die guten kaufen, die gute Kugellager haben, die lautlos sind. Du bist gerade nur drauf gekommen, weil du da zufällig einen Fidget Spinner liegen hattest, oder? Was? Ja. Du bist da doch jetzt nur drauf gekommen, weil du zufällig da einen Fidget Spinner liegen hattest. Ja. Du bist wie Steve Carell in Anchorman. I love lamp. I love desk. Zählst du einfach nur Dinge auf, die du gerade siehst? Jonas will einfach Fidget Spinner wieder groß machen, ey, weil er sich einen gekauft hat. Ja, wisst ihr noch, wie wir nach Hamburg gefahren sind einmal zu den Rocket Beans und dann haben wir auf der Fahrt mein tolles Spiel gespielt. Ich sehe was du siehst. Das war so schmerzhaft. Diese Zwang wiederholen, das war so richtig so, oh Gott. Aber wir wissen ja eh, dass du im Auto ein Psychopath bist. Ja, Jonas wird sehr verrückt im Auto, daran erinnere ich mich auch noch. Ja, aber hätte ich einen Fidget Spinner damals gehabt, wäre alles gut gewesen.
Ja, stimmt. Okay, das müssen wir merken, falls wir wieder Auto fahren irgendwann zusammen. Weil Jonas, wir müssen immer Jonas Fidget Spinner mitnehmen. Ey, wie war Jonas wohl als Kind im Auto, als man noch nicht so Fernseher in der Rücklehne hatte? Walkman. Und Handhelds. Walkman und drei Fragezeichen. Du hattest einen Walkman damals? Ja, natürlich. Ein Sony Walkman? Ich dachte, nee, natürlich, du hattest doch nur drei Fernsehsender oder so. Ja, ich glaube, ich hatte ein Original, also ich hatte den nicht, der gehörte meinen Eltern, aber also dann, er gehörte dann schon mir. Ja. Ich habe letztens sogar noch einen gefunden wieder, aber es war von einer anderen Marke tatsächlich. Ich hatte auch noch einen. Ich hatte drei oder vier tatsächlich, also. Ja, also ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass ich einen habe, besitze. Schöne Teile. Und ein Fidget-Spinner? Und danach kam ja, Fidget-Spinner habe ich nicht, nein. Wusstet Warum? Ihr, dass erinnert ihr euch an den Walkman-Aufnahmegerät aus Kevin allein in New York? Der hat doch diesen Walkman, ja, der auch gleichzeitig aufnehmen kann. Ja, 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 ja. Hey, den hat er doch auch schon im ersten Teil, oder? Nee, das ist neu. Aber das Ding ist ein kompletter Fake. Also das sieht so aus, als wenn so, guck mal, das neue Ding von XY nimmt auf mit so einem Mikro. Das war auch kompletter Fake, das Ding, tatsächlich. Wow. So als Fun-Fact. Hattet ihr früher auch immer, ich weiß, bei Jonas wahrscheinlich eher weniger, aber hattet ihr auch früher so Werbungen gesehen für so Kinderspielzeug, was ihr immer unbedingt haben wolltet, aber nie besessen habt? Ja, klar! Ja, ich habe 2-in-1 Skateboard! 2-in-1 Skateboard! 2-in-1 Skateboard! Oh ja! 2-in-1 Skateboard! Ja, das kenne ich auch noch. Was für ein Ding? Das 2-in-1 Skateboard! Ach so, wo du den Stock reinsteckst und dann hast du so einen Roller? Nein, nicht reinstecken. Da gab's eine saubekannte Werbung für. Hochklappen. Was? Du musst den Stock hochklappen. Dann hast du so einen Kick. Ja, ja, meine ich doch. Ja, das meine ich doch. Ja, ja, so ein Stock. Ja, du machst einen Kickboard draus oder so. Ja, ja, genau, das meine ich. Ja, 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 doch. Und ja, natürlich, die und coolsten Werbungen waren immer Hot Wheels. Boah. Ja. Gab's nicht auch dann die Schuhe mit den Rollen drin? Die gab's auch. Kennt ihr noch? Aber vielleicht seid ihr zu jung für die leuchtenden Schuhe. Ja, die wollte ich immer haben. Ja, doch, aber die Bull Boys. Ja. Hey, ich hatte Leuchtschuhe. Ich nicht. Das war immer das. Meine haben sogar Dinosauriergeräusche gemacht. Echt? Boah, das waren Penner. So die Schuhe. Die haben immer die Assi-Kinder angehabt. Ey, du hattest bestimmt, auch einen City-Roller, oder? Nee. Nee, aber die Leuchtschuhe, die hatte ich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich einer von den Cool Kids. Was ich immer haben wollte ist, und weil ich die Werbung da so geliebt habe, und dieses Lied habe ich immer noch in meinem Kopf, das ist ganz tief drin, genau wie Schneekoppe, ist Plitsch, Platsch, Trauben, Matsch, die Trauben sind jetzt halt die Trauben, Trauben, Trauben. Ah. Wie heißt das nochmal? Bravo Traube. Bravo Traube. Bravo Traube, das Spiel, wo du so Knete hast. Genau. Und dann spielst du mit denen und dann werden die so zerquetscht. Also quasi eine Folterkammer für Kinder. Quasi. Ja, das zerquetscht mit so einem Stiefel, der geht dann runter, zermatscht deine Knetetraube. Okay. Alter, ich hab hier. Das Spiel ist ja richtig teuer, ist ja selten. Bravo, Traube. Ja, eBay sagt mir ja gerade so 90 Euro oder sowas. Krass. Bist du irre. Aber boah, dieses Plastikspielzeug aus den 90ern, da gab es irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Plastikball. Und da kommt eine Wasserbombe rein. Ja. Und da ist dann so eine Nadel drin und so ein Timer irgendwie mit einer Batterie und dann musst du den sich so zuwerfen. Ja. Und bei irgendwem platzt das Ding dann halt und der ist dann nass. Okay. Das ist ein russisches Roulette-mäßig, das. Heiße Kartoffeln. Ja, genau. Ich hab hier einen Bravo-Traube für 200 Euro gefunden. Was? Und die Knete mit Originalknete wahrscheinlich ultra hart. Es ist gar nicht Plitsch-Platsch-Traubenmatsch. Bravo-Traube es ist, heißt es. Ist, ja, es heißt aber Quietsch-Quatsch, pass auf, sonst ist die Traube matsch. Matt. Das klingt so richtig umständlich. Kennt ihr auch noch, apropos Plastikspielzeug, das ist so ein komisches ballartiges Ding an so einer Plastikschnur. Das macht man sich um einen Fuß. Das sieht aus wie so eine klassische Gefängniskette. Und dann spinnst du das so und musst mit dem anderen immer so drüber springen. Und da ist auch so ein Counter drin, wie viele Umdrehungen du schaffst. Das ist so blau gewesen. Kennt ihr noch Simon Says oder wie das Ding hieß? Ja, das heißt jetzt anders, ne, womit du die Farben merken musst. Genau. Und auch, es gab doch auch Bop It, Spin It, Press It. Was war das nochmal? Kennt ihr das noch? Oh, da hast du so ein komisches Spielzeug aus Plastik natürlich. Und dann musst du entweder dann drehen, drauf drücken oder irgendwas anderes machen. Das ist aber wieder in geworden, weil das so ein beruhigendes Ding, genau wie Fidget Spinner hat eine beruhigende Wirkung, dass Leute halt irgendwas mit den Händen machen können. Ja. Ich glaube, das ist doch. Kennt ihr das Spiel mit diesen Affen und mit diesen Rohren? Ja, die man so dranhängt. Ja, ja, klar. Also, nee. Ja. Nee, die mit den Rohren, wo man die reinsteckt und dann macht das, ist das wie bei so einer Rohrpost. Ja, ich kenn's. Ein Klassiker. Das hatte ich auch. Ach, geil.
Ach so, King Kong und Godzilla. Ja, nicht unbedingt. Also, was ist denn? Ich hatte mir noch so überlegt, vielleicht sprechen wir ja, wenn wir eh schon über den Film sprechen, über die besten Monsterfilme. Und was ihr so. Ja. Was sind denn so? Habt ihr Bock auf Godzilla vs. Kong? Weil ich irgendwie schon. Ich habe so, wenn ich mir im Trailer so die Kampfszenen so da angucke, dann denke ich mir, boah, ich hätte mal wieder Bock auf Kino. Hören aus, einfach die geilen Kampfszenen nochmal sehen. Witzigerweise haben wir das in einem Podcast besprochen, wo du nicht dabei warst, dass wir richtig Bock haben auf Kong vs. Godzilla. Ja. Ja. Wir hatten noch mal eins mit den besten Monsterfilmen tatsächlich. Ich glaube, das war zu Godzilla 2, oder? Mhm. Ja. Aber man kann immer wieder über Monster sprechen. Oder zu Kong Skull Island. Also, aber so, dass die beiden, ich habe das auch nachgeguckt, dass die beiden das letzte Mal im Kino aufeinander gestoßen sind, also Godzilla und King Kong, war, wisst ihr es? In den 60ern. Noch früher. 1959. In die Rückkehr des King Kong. Ja. Es gibt, das Problem ist, im Deutschen gibt es. Also, es ist sowieso ein heilloses Chaos, was deutsche Betitelung von dem angeht, weil alles hieß auf einmal Frankenstein. Frankenstein Junior. Und dann gab es im Drehbuch auch, sollte das mal ein großer Urzeitmensch sein, dann haben sie aber irgendwie dann doch was draus gemacht und dann gibt es Mechagodzilla, aber in dem Kostüm steckte dann King Kong. Ein heilloses Durcheinander von Franchises und dann gibt es halt diesen Dings und es gibt halt, der wird 74 gecredited. Quasi, ist aber eigentlich aus den 60ern. So, es ist ein heilloses Durcheinander. Ja. Gott. Ja, das brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber so, ich bin dafür, dass jeder so einen Monsterfilm nennt, den man vielleicht Leuten auch da draußen so empfehlen kann. Den die unbedingt mal gesehen haben sollten. Was sagt ihr? So einen, vielleicht auch einen etwas unbekannteren oder sowas? Also nicht jetzt unbedingt, weiß ich nicht. Pacific Rim kennt man. Ja, das wäre, glaube ich, jetzt mein Lieblingsmonsterfilm gewesen. Dachte ich mir schon, ich kenne dich ja. Aber natürlich auch überhaupt kein Geheimtipp, aber auch so eine Sache, die man bei Monsterfilmen also nie so wirklich dran denkt, was aber schon in die Sparte reinpasst, ist eine Anime-Serie. Attack on Titan. Attack on Titan, ja. Die fand ich extrem geil und ich glaube, die ist jetzt inzwischen auch abgeschlossen und ich habe damals nur die erste Staffel gesehen und habe dann gedacht, also die habe ich dann relativ aktuell gesehen und habe mir gedacht, nee, ich habe jetzt nicht wieder Bock, jedes Jahr auf die neue Staffel zu warten, dann warte ich lieber, bis das ganze Ding fertig abgeschlossen ist und ich das in einem Rutsch durchgucken kann und ich glaube, das werde ich bald tun. Ja. Aber ich gucke natürlich auch immer noch nebenher Clone Wars, keine Angst, keine Angst. Ja. Wie wär's denn mit Tremors? Da sprechen wir eigentlich auch nie darüber. Aber ich muss auch dazu sagen, da gibt's ja auch 5 Teile oder sowas von. Ich habe ehrlich gesagt nur den ersten gesehen. Und das ist lange her. Bei Land der Raketenwürmer mit Kevin Bacon. Ja, genau. Ja. Eigentlich auch sehr cool. Ich würde die nie so als Riesenmonster sehen. Die sind zwar relativ groß. Ja. Aber es ist nicht so Kaiju-mäßig. Ist aber trashig cool auf jeden Fall. Land der Raketen. Ich habe auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile ich gesehen habe. Ist auch schon was her. Ersten auf jeden Fall. Ist aber also ein Kult-Classic. Ne? Boah, wir sollten vielleicht mal so, irgendwie, wenn es coronamäßig geht, einen Tremors-Film machen. Einfach die alle 5 Teile durchgucken. Ja, vor allem bei Tremors, ich finde, bei Tremors ist es so, das ist so ein richtiger RTL-2-Film. Der liegt doch auch noch auf RTL-2. Das ist schon ein bisschen. Aber der ist aber relativ blutig, glaube ich. Ich glaube, bei RTL-2 wird der immer geschnitten laufen. Ja, ich glaube, jetzt läuft der eh nicht mehr da. Sondern immer Cut-Version. Deswegen, wenn du den Fernsehen gesehen hast, kann er ein bisschen boring wirken. Ja. Was ich empfehlen würde, ist Gamera. Eine riesige Schildkröte, quasi der Konkurrent oder beziehungsweise das Pendant zu Godzilla. Und da gibt es tatsächlich Gamera 1, 2, 3, die relativ neu sind, aus den 90ern. Das ist Gamera Dry. Von 99 ist der. Revenge of Iris. Der ist ziemlich cool. Da geht's halt um diese riesige Schildkröte, die gegen andere Monster kämpft. Schildkröte hört sich mal ein bisschen boring an, aber die ist schon cool gemacht. Das hört sich extrem boring an. Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir es sagen dürfen. Also Gamera Dry kannst du dir komplett auf YouTube angucken. Oh. Aber Gamera ist doch auch eine der ganz großen mit Godzilla und Mothra und sowas. Das ist eine Das zweite große, ich würde sagen, das zweite große Franchise. Wie ist Gamera denn eigentlich entstanden? Auch Atom? Bitte? Wie ist Gamera entstanden? Auch atomar? Pass auf, die Grundstory von Gamera ist, ich glaube, Gamera lebte in Atlantis. Atlantis ist untergegangen und ich glaube, auch wieder mal durch Atombombenabwurf oder sonst irgendwas ist Gamera aus dem Eis gebrochen und ist am Start wieder. Ah. Verstehe.
Ja, ist auch ganz witzig, dass es immer so große Schildkröten sind. Ist das nicht auch bei Terry Pratchett so mit großen Schildkröten? Mit irgendwas? Mit einer großen Welt, Schildkröte. Ja, genau. Die Welt ist auf einer Schildkröte, ja. Das Witzige ist auch, bei Stephen King gibt es auch so eine Schildkröte. Ja. So, also quasi das Urgute. Ist das deswegen nicht, gab es nicht, wo war das? In It? Der Neuverfilmung, da gab es doch diese Anspielung drauf, weil irgendwo ist eine Schildkröte oder eine Schildkröte aus Klemmbaustein oder sowas weiß ich, zu sehen. Ja, das kann sein. Ja. Und George R. R. Martin ist auch ganz groß mit Schildkröten. Ja, alle Schildkröten haben wir irgendwas. Auf jeden Fall. Turtles. Ja. Und ich glaube, ist es nicht bei Rocky mit Sylvester Stallone, dass er auch die alle Filme mit denselben zwei Schildkröten gedreht hat, die er besitzt? Nee. Also von Rocky 1 ausgehend? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, das war so. Hey, tut mir ein bisschen leid, wie die da gehalten werden. Aber ja, ich habe es gerade gegoogelt. Ja, tatsächlich sind dieselben zwei Schildkröten in allen Rocky-Filmen. Also ich weiß nicht, ob die wirklich in allen vorkamen, aber in, ich glaube, in Rocky 1, da sind die ja in der Tierhandlung mit Adrian, da lernt er sie ja kennen. Und ich glaube, da findet er sie gerade. Übrigens, auch bei Rocky, ne? Sylvester Stallone arbeitet derzeit an einer Prequel-Serie zu Rocky. Das ist Prequel zu Rocky? Okay. Also wie er die ganze Zeit Leuten die auf die Fresse haut und damit sie Geld geben. Ey, ich bin auch, ich habe genau mich dasselbe gefragt. Ich gedacht so, also hä? Also das hat Sylvester Stallone per Instagram gedroppt, dass der hat so ein Bild gepostet von einem handgeschriebenen Blatt Papier, wo halt draufsteht so Rocky Prequel Show mit 10 Episoden gedacht. Hat allerdings noch keine Heimat, also noch hat es niemand irgendwie gekauft oder sowas. Der soll aber tatsächlich in den 60ern spielen und Rockys Leben vor Rocky 1 zeigen. Mit einem, also als 17-Jährigen teilweise, und dann muss natürlich dann ein neuer Darsteller her. Nee, ich fände es gut, wenn Sylvester Stallone das noch einfach noch mal spielt. Ja, den 17-Jährigen, ja. Richtig schön künstlich verjüngt auf 17. So. Wie alt ist der gerade? 75 oder so? Irgendwie sowas, ja. So, und dann schön verkünstlicht, richtig, ja, geil. Aber einfach nur. Gut, kann ich mir schwer vorstellen, weil ich meine, es geht in Rocky 1 ja um quasi so das Ausbrechen aus, auch aus seiner gesellschaftlichen Schicht und das Schaffen einfach. Ja, und das muss ja sehr super deprimierend sein, weil er ja vorher. Die ganze Zeit nur Gangster. Ja, ich verstehe es auch nicht so, wie das was also, werden soll, aber wer weiß. Also, wäre nicht das erste Mal, dass der Mann überrascht. Vielleicht gibt es ja dann aber auch irgendwann die Creed-Serie, die dann einfach. Creed zeigt die ganze Zeit. Ja. Mal sehen. Was ist eigentlich mit Shin Godzilla? Ich muss ehrlich sagen, ich habe den nie gesehen. Ihr habt den gesehen und ihr wart gar nicht so begeistert, obwohl ich super viel Gutes und viel, viel, viel Positives im Internet immer drüber lese. Ich mag den. Ich fand den zäh. Zäh. Der zieht sich, also die Godzilla-Filme sind ja immer so ein bisschen auf Kritik, ne? Also gerade Godzilla 1, der allererste ist ja eine Atombombenabwurf und der ist auch heftig. Weil der zeigt auch einfach zivile Opfer und so ein Kram. Und im Shin Godzilla geht es halt auch so um was die Politik. Das ist geil. Zivile Opfer und so ein Kram. So, sorry. Ja, Zerstörung. Und in Shin Godzilla geht es halt auch so um das Verfehlen der Politik und etc. Und deswegen ist es halt sehr zäh, was Jonas meint, diese ganzen Personen, was der politische Apparat und sowas. Aber die Szenen von Shin Godzilla sind schon geil. Ja, das muss ich sagen. Also, die sind extrem geil. Ich möchte auch gerne den nächsten Teil einfach sehen. Ich will ihn einfach sehen. Ja. Heißt Shin nicht auf Englisch Schienbein? Ist es eigentlich, hat das was? Warum heißt er eigentlich Shin Godzilla? Was ist der Gedanke dahinter? Was war das nochmal, die Bedeutung? Das heißt doch einfach, ist so einfach. Er wollte ganz schnell von seinem ultraschlechten Witz ablenken. Er hat besonders starke Schienbeine. Aber komm, das will ich jetzt rausfinden. Wahrscheinlich ist es sogar was ultra Jahrzehnte zurückgeht auf irgendwas. Übrigens, die Baustelle hier bei mir vor der Tür rastet komplett aus gerade. Nice. Ihr hört es nicht, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht hört. Das ist gerade richtig stimmt. Shin heißt New Shin heißt neu auf Japanisch. Neu Godzilla. Ja, es müsste eigentlich auch mal wieder was passieren in dem Segment. Ich weiß gar nicht, wie das gerade ist mit der Rechteaufteilung, weil natürlich jetzt Godzilla liegt jetzt bei was Universal. Das ist ja ein bisschen nervig. Also ja, mal sehen. Ich hätte Bock drauf. Ich fand jetzt auch die Grundidee von den Anime-Godzillas von Toho nicht verkehrt, aber die Umsetzung war furchtbar scheiße. Oh, das war richtig zäh. Ja. Das leider. Das war einfach. Das hätte so toll werden können, aber das war einfach eine riesige Enttäuschung. Ja. Ja. Was ich aber gerne sehen würde, ist eine neue. Vielleicht machen die das ja hier im Monster Universe, dass die Space Godzilla neu auflegen. Mhm.
Boah, das war abgefahren. Das ist nice. Ja. Weil die es nicht wissen, also Space Godzilla entsteht, indem Teile von Godzillas Zellen und noch von einem Monster in den Weltraum kommen und sich dort irgendwie mit einem Kometen, glaube ich, treffen, bin ich mir ganz sicher. Und dann entsteht halt Space Godzilla, der kommt auf die Erde und drangsaliert erstmal Godzillas Kind. Natürlich. Und der sieht richtig fies aus, also. Da hätte ich Bock drauf. Also, der Film ist okay. Der ist okay aus der Godzilla-Reihe, aber an sich Space Godzilla, geile Sache. Habt ihr eigentlich mal The Host gesehen? Von Bong Joon-ho mit Song Kang-ho. Oh Gott, ich werde immer besser mit den Namen. Also den beiden Herren von Parasite. Habt ihr den gesehen? Der steht auf meiner Liste, ich will den unbedingt haben. Ja, solltest du unbedingt mal sehen, weil der Film ist ziemlich großartig. Ja. Ich mag den extrem gerne. Vor allem auch ein Film, der sehr verrückte Wege geht für so einen Monsterfilm. Und der auch so Genres komplett mischt. Und manchmal eine schwarze Komödie ist, manchmal dann total dramatisch ist und dann wieder. Also es ist so, du weißt wirklich, das ist so auch ein bisschen Bong Joon-ho typisch, finde ich, du weißt wirklich nicht in der einen Minute, was in der nächsten passiert. Und mal ist es so bitter tragisch und manchmal dann total witzig. Und hatten wir das mal im Podcast besprochen? Es gibt irgendwie eine Bezeichnung für diese Stimmung südkoreanischer Filme. Aha. Dieses halb melancholische, aber dann irgendwie schwarzer Humor und sowas. Meine ich, da gäbe es irgendwie eine. Vielleicht habe ich auch gerade irgendwie so ein Traum-Déjà-vu oder so irgendein Traum. Aber ich meine, es gäbe eine Bezeichnung für dieses Feeling, was darüber kommt. Vielleicht ist das auch. Also, ich bin ja seit vielen Jahren Fan des südkoreanischen Kinos und gerade eben für dieses Feeling. Vielleicht ist es das, was mich so. Ja. Müsste ich mal rausfinden. Interessant. Erinnert ihr euch noch an Monstrum? Den haben wir mal auf dem Fantasy Filmfest, glaube ich, mal gesehen. Dieser auch südkoreanische. Das war auch südkoreanisch, oder? Der ist auch aus Südkorea. Ach, Monstrum. Ach so, ich dachte gerade, ich war gerade bei einem anderen Film. Ja, das spielt so im mittelalterlichen Südkorea mit so einem König und. Genau. Ja, stimmt. Genau. Mit Legenden eines Monsters und dann. Der war ganz cool. Er ist ziemlich lang gewesen, glaube ich. Aber das Monster war auch eher so semi, aber die Stimmung war ganz cool. Genau, die Stimmung ist auch ziemlich düster. Die Action war gut. Ich weiß noch, ich mochte den auf jeden Fall mehr als ihr, aber das. Ich glaube, so bei der Breitmasse war der ein bisschen. Leute waren hin und her gerissen, aber ich mag den. Ich mag den schon gerne. Ich finde die Atmosphäre auch echt außergewöhnlich. Wie ist der Film? Jonas und ich haben den, glaube ich, gesehen. Mit Anne Hathaway. Ach, genau, auf den wollte ich zu sprechen kommen, weil da fand ich die Idee richtig geil, aber der Film an sich war halt dann kacke. Colossal. Colossal, ja. Genau. Ich fand die Grundidee auch interessant, aber. Also, Message und sowas. Ja. So, Moment, ist das jetzt ein Drama? Ist das ein Actionfilm? Ist das eine Komödie? Und die haben es halt nicht geschafft, wie ein südkoreanischer Film. Er ist irgendwie gut verbindet. Es war einfach so, Moment, okay, es geht anscheinend um Gewalt in der Beziehung und um Revenge und dass man einfach Leute töten darf als Rache für Mobbing und sowas. Okay. Also in dem Film geht's für alle Leute, die nicht wissen, um was in dem Film geht. Anne Hathaway spielt eine Frau und die, ich weiß nicht, eines Tages tritt die irgendwie in einen Sandkasten rein und in diesem Moment erscheint in Japan ein riesiger Roboter. Aber ist schon Roboter, ja. Genau. Und sie merkt, also dann. Der Rest könnt ihr euch vielleicht denken, dann merkt sie das irgendwann, okay, dass wenn sie den Fuß da reinsetzt, dass da dieses Monster erscheint. Und dass, wenn ein Freund von ihr eintritt, dann erscheint ein riesiges Kaiju oder, glaube ich, auch ein riesiger Roboter. Ich fand das Letzte, was ich kann mir da nichts drunter denken. Du hast gesagt, den Rest könnt ihr euch denken. Dann erforscht sie so, was passiert, wenn sie da reintritt und wenn sie rumläuft und sowas. Also ich will jetzt nicht mehr dazu verraten, falls das noch jemand schauen will. Aber mit Anne Hathaway. Das will, also in meinem Kopf will das nicht passen mit Anne Hathaway. Ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe den ja bis heute nicht gesehen. Ist der denn empfehlenswert? Was sagt ihr? Nö. Also jetzt, die Idee ist halt sau interessant. Also. Aber die Charaktere, also ich weiß nicht. Also. Also wer auf abgefahrene Filme steht, sollte den vielleicht doch mal anschauen. Also ich. Ja, aus Interesse, wenn man. Ja. Aber. Dann will ich doch lieber noch mal über kurz einen Film erwähnen, den ich persönlich total mag und dem ich jedem weiterempfehlen würde, nämlich Super 8
von J.J. Abrams. Mhm. Mag ich persönlich total gerne. Hat natürlich sehr viel Nostalgisches mit drin. Spielt, ich glaube, in den 80er, Ende der 70er müsste es sein, so 79. Über eine Gruppe von Kindern, die gerne mit Super 8 Kameras Filme drehen und dann auf ein echtes Monster stoßen. Und ich persönlich mag den sehr. Gerade die Kameraarbeit und den Look des Films. Das ist echt schon echt ein krasser Film. War ein tolles Kinoerlebnis. Mhm. Ja, J.J. Abrams soll mal wieder ein paar originale Sachen machen und nicht irgendwie Reihen immer fortsetzen. Ja, das ist kein Quatsch. Was wir auch in unserem Monster-Special hatten, ist Pulgasari, Kaijus aus Nordkorea. Pulgasari? Das habe ich nicht gesehen. Von 85. Ja. Ist, glaube ich, auch relativ schwer. Ich glaube, halt auch YouTube-Recherche wird die weiterbringen. Ja. Steckt aber, glaube ich, sogar der Dude drin, der Godzilla gespielt hat im Suit. Verrückt. Geht halt um Korea, irgendwann 14. 15. Jahrhundert, glaube ich. Ja. Wendet sich gegen die Monarchie und es gibt so einen riesigen Krieger, der sich von Eisen ernährt. Ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen nordkoreanischen Film gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal passiert ist. Zumindest fällt mir keiner ein. Es gibt auch super viele chinesische Rip-Offs, glaube ich, von Godzilla- und King Kong-Filmen, wo dann auch einfach irgendwelche Leute in sehr haarigen Suits stecken und Sachen verwüsten. Viele davon sind auch lost, die kriegst du nicht mehr, gibt es nur so Snippets von. Also die Welt der großen Monsterfilme ist riesig. und viele lost und super viele Spin-Off, weil es theoretisch relativ easy ist, jemanden in ein Kostüm zu stecken und durch mal mehr, mal weniger gute Papplandschaften laufen zu lassen und alles zu zerstören. Ja. Also, ja. Sind noch schon einige Monsterfilme, die tatsächlich ziemlich gut sind, auch interessant sind. Ich wundere mich auch, dass ihr nicht über 7 Minuten nach Mitternacht gesprochen habt. Das wollte ich genau jetzt sagen. Dachte ich. Aber es ist für mich halt nicht so der klassische Monsterfilm. Natürlich. Also, das Monster hätte ich auch klein sein können in 7 Uhr nach Mitternacht. Ja. Ja, zum Beispiel, also so klein ungefähr wie Alpers Herz, als er den Film geschaut hat. Stimmt. Aber stell dir mal vor, es wäre nicht so ein Baummonster gewesen, es wäre tatsächlich Godzilla. Das wäre schon cool. Ja. Nun gut, ich hab ja auch mal tatsächlich die 50 Feet Big Woman gesehen. Die 20 Meter Frau oder wie auch immer der Film heißt. Mhm. Aus den 50ern. Klassischer, gigantomanischer Film, wo es einfach nur darum geht, dass durch irgendwas, meistens durch nukleare Verstrahlung, irgendwas Kleines plötzlich riesig ist. Und da geht es um eine Frau, die riesig ist. Bitte? Habt ihr, ihr kennt doch bestimmt Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, oder? Ja. Ja. Und da gibt es ja auch einen zweiten Teil. Liebling, ich habe die Eltern, Eltern geschrumpft. Nein. Und? Nein, Liebling, der zweite Teil ist Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Was? Ist der zweite Teil. Krass, den kennt ihr nicht? Nee. Das ist der richtige zweite Teil. Ja. Irgendwann aus den 90ern. Ja. Und da haben die quasi ein neues Kind in der Familie. Und dann ist das gleiche Gerät halt auf Umkehr. Und dann vergrößern die das Kind. Der Film ist nicht gut gealtert. Man sieht diese Greenscreen-Effekte sowas von. Aber wenn dieses Baby halt durch die Gegend läuft. Oder Kleinkind eher. Ja. Sieht nicht gut aus, aber ja. Riesen-Monster-Baby-Film. Monsterbabys, ja. Ist der auch mit Rick Moranis? Ja. Krass. Cool. Naja. Von wem wird das Baby gespielt? Ken Jebsen? Was? Was ist das? Ist das jetzt eine merkwürdige Überleitung zum nächsten Thema? Nee, war meine erste Assoziation mit Riesenbaby, aber das ist das ein anderes Thema. Der kurze politische Einschlag in diesem Podcast. Achso, ich bin verpflichtet zu sagen, dass das meine persönliche Meinung ist. Wie soll man da jetzt weitermachen? Da bist du, die Suppe musst du selber auslöffeln. Ja, selber. Habt ihr denn schon die ersten zwei Folgen von Falcon and the Winter Soldier gesehen? Nein, ich habe tatsächlich noch nicht, weil ich erst warten will, bis alle draußen sind. Aber ich wollte mal reingucken. Ich wollte auch noch Wonder Vision nachholen. Wonder Vision. Ja, ich habe nämlich Falcon and the Winter Soldier gesehen. Und? Ja, das Alpe mag kein MCU, was nicht unbedingt immer stimmt. Mit WandaVision kann ich dann doch relativ viel anfangen, aber mit Falcon and the Winter Soldier bisher noch nicht. Also klar, es kommt viel aus dem MCU vor und viele Marvel-Fans fühlen sich da sofort zu Hause und es kommt Figuren vor und es gibt Twists, die sich aufs MCU beziehen, aber irgendwie mich hat es noch nicht so ganz gepackt. Also bisher. Ich habe gehört. Ja. Ich habe gehört.
Entscheidet euch. Bisher, also bisher ist er bei dir eher so auf der Shortlist für den für die Ronnies 2021, für die okaysten Filme okay. der des Jahres. Bei mir ja. Okay. Aber ja. Also ich habe gehört, man gibt Falcon so etwas wie eine Persönlichkeit in der Serie oder sowas. Das ist nicht einfach nur der komische Dude, der einfach nur Flügel hat. Das ist wahr. Also das macht die Serie auf jeden Fall sehr gut. Also tatsächlich Falcon, der wirklich, das ist ja zum Running Gag geworden, dass der im MCU zur dritten Garde gehört und da, ne? Hier kriegt er halt eine Familie und Konflikte und eine Persönlichkeit. Und das ist schon, also Anthony Mackie heißt ja der Schauspieler, der eigentlich das ja echt drauf hat und so. Und das war auch, viele ziehen, glaube ich, nicht die Verbindung im Kopf auch, dass das auch der Papa Doc ist in 8 Mile. Das ist ja für viele total voll die Überraschung. Ja, also Falcon ist schon definitiv cool in dem Film. Und ich mochte auch den Winter Soldier auch immer. Ich finde auch Captain America und The Winter Soldier ist einer der besten MCU-Filme, die es gibt. Und also das ist schon cool. Also um Himmels Willen. Ich finde auch die Serie, also ich hätte sonst auch die zweite Folge nicht mehr geguckt. Ich mag es schon. Also ich will es auch schon auch weiter gucken. Okay. Es unterhält. Aber es ist jetzt nicht. Es ist keine Offenbarung. Also noch. Es ist nicht The Mandalorian. Nee. Nee. Also es hat auch nicht denselben Effekt wie bei Mandalorian. Also Mandalorian ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht die allerbeste Serie aller Zeiten, um Himmels Willen. Aber Mandalorian hat ja einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Man wollte trotzdem irgendwie immer weiter. Also bei mir war es zumindest so. Hier ist es bisher bei mir der Funke noch nicht so ganz. Will noch nicht so ganz. Worum geht's denn irgendwie grob? Also ja klar, ich meine, das Captain America-Schild quasi wurde ja weitergereicht. Ja. Und in den Comics ist es ja eigentlich Bucky, jetzt ist es Falcon. Ja, Bucky. Jetzt hängen die beiden zusammen ab. Ja, und streiten sich, oder was? Genau, also Bucky struggelt mit seiner Vergangenheit natürlich und ist da auch in Therapie, hat da auch einen Deal mit der Regierung. Falcon hingegen trauert natürlich noch um Captain America und er beschließt das. Also das beginnt so ein bisschen damit, dass er beschließt, das Schild abzugeben und Bucky auf ihn zukommt und sagt, what the fuck, denn es gibt, und das ist halt auch die Serie Überraschung, ich will euch jetzt nicht die erste Folge so ein bisschen spoilern. Oh, ist das schon wieder Hydra? Nein, also es geht um die sogenannten Flag Smasher, die ich auch total, also das ist mein Hauptproblem bisher damit, so die Flag Smasher, die eine Welt wollen und Nationalitäten, also Ländergrenzen abschaffen wollen und so. Also bisher fand ich die Bösewichte noch nicht so ganz überzeugend, aber da bin ich auch noch gespannt. Es kann sich auf jeden Fall noch in eine gute Richtung entwickeln. Das Gespräch ist, dass ein neuer Captain America an den Start gehen soll. Okay. Das ist quasi, ich will da nichts spoilern, aber das ist so die Ausgangshandlung. Also der in Endgame war es ja so, dass Captain America, Steve Rogers, Marius hilft mir auf die Sprünge, der gibt Falcon den Schild. Schild. Und ist dann und weg. Genau, und alle Fans überrascht, es ist nicht Bucky, sondern Falcon. Genau. Und dann, und damit fängt es halt quasi an. Und Falcon seit einige Zeit danach und er trauert und er beschließt dann, das Schild wegzugeben. Und darum geht es halt in der ersten Folge. Okay. So, boah, Zeitlinien und das ist alles ein bisschen immer viel, sich das zu merken. Was ist, ich wollte fragen, was für einen Film habt ihr denn so in letzter Zeit gesehen? Aber wir haben einen wunderbaren Film gesehen. Einen Film aus Istanbul, über den wir jetzt noch quatschen könnten. Das ist ein Teil unseres Filmclubs. Wir haben letzte Woche, habt ihr entschieden, dass wir das Leben ist wie ein Stück Papier gucken. Und ich hoffe, ihr habt's getan. Jetzt möchte ich das alles auf Jonas schieben. Jonas hat den Film ausgesucht. Buh, Jonas. Ich hab den ausgesucht, aber Alper hatte auch Bock auf den Film. Das wusste ich noch im Hinterkopf. Und der war relativ neu. Das habe ich gedacht, okay, wir schauen den, aber worum geht's denn? Es geht primär um einen jungen Mann, der als Straßenkind in Istanbul aufgewachsen ist. Und jetzt inzwischen erwachsen ist? Habe ich doch gesagt, ein junger Mann. Ach, so jung ist der jetzt auch nicht, oder? Ende 20. Du bist ja auch noch ein junger Mann, Jonas. Ach so, oh, danke. genau, und er hat leider eine Krankheit und er braucht neue Nieren. Oder eine neue Niere zumindest. Und muss Geld sparen und hat so ein kleines, nimm es mal Recycling-Unternehmen und arbeitet mit anderen Straßenkindern. Recycling-Unternehmen. die sammeln halt Müll auf und die verkaufen das halt wieder. Istanbul, ja, und verkaufen das dann halt wieder. Und eines Tages findet er in einem seiner, so einem riesigen Müllsack in seinem Lager quasi einen kleinen Jungen, den er dann bei sich aufnimmt. Ja.
grob. Genau. Also, und dann passieren Dinge. Also ich war tatsächlich gar nicht so, ich war relativ begeistert von den ersten 20 Minuten. So, mich hatte der halt allein schon mit den Bildern von Istanbul auch irgendwie in der Tasche und keine Ahnung, wer schon mal in Istanbul war, so fühlt sich das auch wirklich an. Ich bin auch über die eine Brücke gegangen. Ja, ja, und das macht so sehr, man kommt so sehr wieder in Reiselust, gleichzeitig zeigt es aber auch so die Ärmsten der Armen in Istanbul und auch wie da teilweise ja, wenn das soziale Netz nicht greift oder wenn halt, ne, also das zeigt dieser Film halt auch, wobei ich zum Beispiel, also da will ich gar nicht erst politisch werden, aber das ist eben auch ein Thema des Films, dass er diese Lebensrealität zeigt. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und auch diesen Schauspieler und diese Figur, also der Schauspieler, lass mich kurz nochmal seinen Namen ergoogeln. Er heißt Chaatay Ulusoy. Der ist. Ich bin jetzt auch nicht gerade ein Fachmann, was türkische Filme und türkisches Fernsehen angeht, muss ich ehrlich zugeben. Aber der ist eigentlich ziemlich bekannt und beliebt in der Türkei. Also der ist auch, der hat zum Beispiel auch in der ersten Netflix-Serie aus der Türkei mitgespielt, nämlich Protector, wo es ja um die Eroberung von Istanbul geht, beziehungsweise um alles danach, soweit ich weiß. Da hat er auch bereits die Hauptrolle gespielt. Also es ist kein Niemand in der Türkei. So, und dann ist das so. Hat so leicht angefangen, so ein bisschen zu bröckeln. Und dann gegen Ende ist dieses Kartenhaus komplett in sich zusammengefallen, in dem größten Blödsinnsende, ey. Da, wenn sich ausdenken da wurde kann. Eine Bombe draufgeworfen. Das ist da. Da hat eine riesen Schildkröte einen Haufen draufgesetzt. Also, wie man aus einem gesellschaftlichen Drama quasi versucht, irgend so einen Mega-Plot-Twist zu reißen, wo ich erstmal nachdenken musste, okay, ist es realistisch in irgendeiner Art und Weise? Also, weil, und dann musste ich den ganzen Film so rekapitulieren. Ja. So, würden sich Leute so verhalten? Ja. Ich meine, wir spoilern jetzt auch ganz konkret, ne? Also ich meine, der Junge ist halt eingebildet. So. Und er bildet sich ein, der ist nicht hochnäsig. Der ist nicht hochnäsig, sondern der ist nur in der Vorstellung. Das ist er selber quasi als Kind, sein aufgesplittetes Ich. Und da musste ich so nachdenken, der haut seinem besten Freund auf die Fresse. Der haut dem auf die Fresse und der sagt, oh, das lasse ich durchgehen, wir lassen ihn in seiner Fantasie. Aber der haut ihm auf die Fresse, Mann. Also nicht nur besten Freund, also auch Angestellten zum einen und zum anderen auch, der ist halt psychisch krank und das schon seit Jahren, das passiert halt immer wieder. Es ist ja wie so ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Ja. Und er sagt ja auch am Ende, oh, Ali ist wieder da, der kleine Junge, und das passiert immer wieder und immer wieder. Und es geht nur darum, dass er mit seinem, aber dieses Mal ist es das halt das eine Mal, dass er stirbt. Aber ich will den Film gar nicht verteidigen, weil ich fand den auch wirklich grottenschlecht gegen Ende. Grottenschlecht. Es wurde halt auch alles erzählt einfach. Also ich fand dieses Showdown-Tell-Regel halt da sehr krass gebrochen. Und dann wurde einfach alles erklärt und wie er dann quasi in seiner alten Wohnung steht, wo er als Kind quasi gewohnt hat. Ja. Und die Frau, die da wohnt, nennt ihn dann so beim vollen Namen, dass auf jeden Fall jeder schon mal checkt, ach, er ist Ali. Sein Zweitname ist Ali. So ein bisschen wie der Martha-Moment. Es ist so. Martha-Moment, und ich fand, das war halt so, das war 1:1 aus Fight Club. So diese Rückblende dazu, wie er mit sich selber quasi so agiert. Mit nichts. Es war so Fight Club und Shutter Island geguckt an einem Abend und dann direkt danach ein Drehbuch geschrieben. Genau. Und ich fand den auch, der war richtig enttäuscht, der hat echt gut angefangen. Ich dachte mir die ganze Zeit, boah, zeig mir einfach dieses Leben von diesen Müllsammlern, das ist viel interessanter. Zeig diese Gebietskämpfe, zeig da irgendwie ein Drama und nicht irgendwie so eine. Ja, zumal er dann auch. Einfach so eine künstliche Geschichte reingepresst. Ja, bevor man das auch weiß, ne? Der, ich fand, dass diese Figur halt extrem abstoßend war teilweise. Also so nicht abstoßend, sondern ein richtiges Arschloch. Aber ja, so sondergleichen zu seinen Freunden und Angestellten teilweise und so. Und dieser Film lebt ja eigentlich davon, dass du dich in ihn hineinversetzt und mit ihm mitfühlst und so weiter. Und dann, dann stößt dich der Film aber immer wieder vor den Kopf, indem er so richtig asoziale, so überemotionale Sachen macht. Und ich meine, das ist halt auch so ein Problem dieses Films und auch vieler. Also es ist auch so ein bisschen, das spreche ich von außen jetzt mal ein bisschen drauf, Eigenheit von vielen türkischen Filmen und Serien,
dass die halt so überdramatisiert sind. Das ist wie so eine schlechte Seifenoper. Mhm. So, wo dann so selbst die kleinsten harmlosen Situationen so und das alles dann so, so schnell geht und alles ist so direkt so, der sieht diesen Jungen, spricht wirklich 2 Minuten mit ihm und beschließt, dass das sein neuer Ziehsohn ist. So, okay, am Ende ergibt das ein bisschen Sinn, weil er halt, wie gesagt, ein bisschen was auch immer ist. Aber trotzdem so, so dieser Film will ja, dass du das, dass du dich da reinfühlst und mit ihm quasi mitgehst und das klappt halt nicht. Und wenn das in dem Moment, in dem das nicht klappt, dann hast du halt den Zuschauer verloren. Ich habe Ich habe das, diese eine Szene, wenn er, der, wenn er quasi in das Viertel von dem kleinen Jungen oder sein altes Viertel geht und der Junge ja verprügelt wird und sagt, das war mein Ziehvater und er geht halt auf diese anderen Müllsammler los. Mhm. Das hat, ich, hat mich so ein bisschen an so Anime-Momente erinnert, wenn Leute halt so impulsiv handeln, so, das waren die Müller, oder? Hören gar nicht drauf, ob es stimmt oder nicht, gehen sofort drauf los und verprügelt die und denkt so, ich verprügel jetzt 3 Leute. Und wo sich dann das tun haben. Die Fresse kriegt. Nee, aber so, das waren die Leute. Ich warte nicht die Antwort ab. Ich gehe sofort drauf los. Dieses Schnelle, was du meinst, diese schnelle Erzählweise, so, Ja. Das ist, ich fand auch, so, was wollte mir dieser Film am Ende eigentlich sagen? Ja. Da stirbt er dann am Ende da und liegt da rum so, hä, okay. Es heißt das jetzt, dass wenn man psychische Krankheiten nicht behandelt, dass man stirbt? Oder was will der Film mir jetzt damit sagen? Ja. Ich finde das auch ein ganz, ganz weirdes Ende. Ja. Ich habe mir ganz anderes. Ich habe, ne, wenn der Film losgeht, dann siehst du, er sammelt Geld. Okay, irgendwas mit dem Geld passieren. Dachte ich so, wird er sich am Ende opfern und irgendwie dem Kind das Geld irgendwie geben, damit es ein besseres Leben hat und er kriegt nicht seine Niere und stirbt dann irgendwie an Organversagen oder sowas? So könnte es in so überdramatische Sachen gehen und dann wird es halt, oh nein, es ist noch so ein Psycho-Ding. Ja. So, wow. Ja. Ach, aber also, es ist auch kein türkisches Ding. Also, es gibt sehr, sehr, sehr gute türkische Filme und gerade das, also Istanbul ist ja gerade am explodieren, was eigentlich gute, interessante Filme angeht. Wo wir eben bei Monsterfilmen waren, oder sowas wie Basken zum Beispiel, den könnten wir theoretisch auch nochmal. Eigentlich hätte ich jetzt am liebsten Lust, direkt für die nächste Filmclub-Runde wieder einen türkischen Film zu nehmen, aber einen, der nicht so schlecht ist. Weil der hier kommt auch machen, in der Türkei nicht gut an. Also, es ist halt einfach kein guter Film, leider. Ich habe bei Letterboxd geguckt, es sind halt super, ja, die 99% der Kritiken sind auf Türkisch, also ich habe nichts verstanden, aber die haben alle so 2 Sterne, 2 Sterne. Ja, das ist es halt so, der fängt, das ist halt genau dieses Problem, so, der fängt interessant an, hat eigentlich das Potenzial und auch interessante Figuren. Ich fand den Jungen zum Beispiel auch, diesen jungen Schauspieler auch echt gut und das war nicht irgendwie, aber das hat halt so irgendwann so nach einem Drittel des Films schwenkt halt alles so komplett um. Du hast so diese super interessante Ausgangssituation und eigentlich alles toll und dann zwingst du dich aber dazu, diesen völlig irren Weg zu gehen mit diesem Twist und deiner Figur, die immer irrer handelt und ja. Ich habe irgendwie gesehen, haut er seinem besten Freund auf die Fresse und da fällt mir ein und er hält quasi seinem quasi Onkel, also der Mann, der ihn quasi ja mit aufgezogen hat, dann auf der Straße, ein Messer an die Kehle. Ja, ja. So. Wenn mir jemand ein Messer an die Kehle hält, also mit der Person rede ich dann, glaube ich, nicht mehr, egal welcher Zustand, weil dann geht es um das eigene Leben und so, nein, nein. Ja, das ist halt so ein bisschen. Ab der zweiten Hälfte hat er auch nur noch rumgeschrien. Ja, ein bisschen Kulturding ist es halt auch, ne? Wenn, mit der Emotionalität von Gesprächen und Menschen und. Aber Emotionalität heißt nicht Klinge, also egal. Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Wow. Aber so in diesen Filmen wird das leider sehr oft dann schnell gemacht, dass da jemand dann plötzlich mal eine Klinge am Hals hat oder jemand ausrastet und es gewalttätig wird und sowas. Ich finde das auch nicht geil. Das ist, aber ich hatte kurz überlegt, ob ich kurz den aktuellen Stand, wie viel Euro ist ein Lira oder so, türkische Lira, weil ich gar nicht wusste, wie viel Geld reden wir hier eigentlich gerade. Mhm. Als ich das letzte Mal. Ja, ich war ja ein paar Mal in der Türkei und es war irgendwie immer anders, der Stand. Ich war mal Millionär in der Türkei. Also, ich weiß gar nicht, also, wie viel jetzt diese 5 Lira zum Beispiel waren, die er den Straßenkindern gibt. Also wusste ich jetzt nicht, okay, wie viel Geld ist das eigentlich? Wie viel reden wir jetzt? Wie viel er da gespart hat? Es geht irgendwie so um 1000 Lira oder sowas. Also, es gab früher die türkische Lira, die wurde irgendwann abgeschafft. Das waren die Zeiten, in denen irgendwie 3 Millionen, 4 Millionen Lira 1 Euro waren, aber das wurde halt abgeschafft. Es gibt die jene Türklirası, das ist die neue türkische Lira und die gibt es seit, weiß ich nicht, 2012 oder so oder noch länger. Ich weiß es gar nicht gerade aktuell. Nee, sogar noch länger, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, wann das umgestellt wurde, aber es gab diese Umstellung und dann war es lange Zeit so, dass irgendwie der Kurs 3:1 war. 3 Lira sind 1 Euro, so war es lange und aktuell ist es halt irgendwie bei 10. Ja. Krass. Ja, ja, also das ist natürlich, da sprechen wir auch aktuell über die wirtschaftliche Situation. Das ist natürlich mal ein anderes Thema. Und da werden wir auch wieder politisch. Will ich gar nicht werden in diesem
Zeitpunkt. Also es ist halt, ich fand es halt so ein bisschen schwer, das also einzuschätzen, auch so, ne? wie ist zum Beispiel das Gesundheitssystem in diesem Land. Bei den USA weiß man es ja irgendwie, in Deutschland weißt du es halt, was die ganzen Umstände angeht. Also, dass man noch so ein bisschen distanzierter bei der Bewertung ist. Mhm. Von ganzen, wie die Leute handeln, warum sie so handeln und ne, dass du halt, also ich finde ein bisschen vorsichtiger daran zu gehen bei der Bewertung an sich. Halt auch so, ne, wie ist das Gesundheitssystem? Okay, kann man da einfach ins Krankenhaus gehen? Da war ja auch mit diesem Nummernziehen und sowas. Und dann kommt halt die Frau mit dem Kind rein. Ich dachte nämlich erst so, er guckt die jetzt so ganz böse an, weil das Kind wird irgendwie vorgezogen und er muss da auf der Bank sitzen. Geht's jetzt darum? Oder es ging aber eigentlich um das Kind an sich, ne? Ja, das hast du ja bei allen Filmen, die irgendwie aus einem, nicht aus Hollywood kommen oder nicht aus Deutschland, dass man diesen Faktor immer mit bedenken muss. Mhm. Und vor allem auch, also es geht ja gerade bei Filmen eigentlich darum, das Menschlichste auch zu finden. So was, was halt sowohl der Typ aus China versteht, als auch die Frau aus den USA, was weiß ich. Ja. Das ist halt genau, das ist die Schwierigkeit. Aber ich hatte das zum Beispiel zuletzt bei welchem Film war es? Bei Mother, als der den Tofu bekommt. Nach dem Kerzen, Tofu genau, mit der Kerzen drauf. Es war nur so ein ganz, ganz kleiner Moment, da dachte ich mir auch, hä? Ist das normal? Ist das ein Prank? Ja. Muss ich ihn pranken? Ja, ja. Ja. Aber zum Beispiel, das, ich fand das super interessant, weil ich war auch schon wirklich, wirklich, wirklich oft in Istanbul. Aber so, da wurden halt viele Einblicke gezeigt. So, also diese Müllmänner sieht man halt zum Beispiel auch tatsächlich, oder Müllmenschen, nenne ich es mal. Die Müllsammler sieht man halt schon, aber so, man weiß halt nicht, wo das hingeht. Man hat schon auch Einblicke bekommen, die man sonst vielleicht nicht bekommt. Aber, Ja, genau, und das hätten die eigentlich mehr zeigen Genau, wollen. Ja, dachte ich auch. Ja. Ich muss aber noch sagen, was ich nicht schön fand, ist dieser super kalte Digital-Look des Films. Ja, ja, definitiv. Da bin ich bei dir, ich fand den auch nicht so schön. Das war sehr kalt und glatt, mochte ich nicht so. Ich hätte seine Sonnenbrille aufziehen müssen. Ein bisschen Korn hätte dem Ganzen gut getan, finde ich, also für meinen ästhetisches Empfinden, was den Film angeht. Ja, bin ich aber bei dir. Also, das ist mir auch aufgefallen. Am Anfang hat es gepasst, es startet ja mit dieser High-Society-Auto-Park-Szene, Neonlichter-Szene, da hat es irgendwie so gepasst, aber so später, es wirkte teilweise, und was ich ganz furchtbar fand, waren diese unmotivierten Slow-Mos teilweise drin. Waren die nicht richtig ausgeführt und sofort einen Schnitt gesetzt, also das war, das war nicht gut geschnitten. Mit dem Korn stimme ich dir zu, aber ich fand schon auch stellenweise, dass der echt schöne Kameraarbeit hatte teilweise. Und gerade so, wenn es um die Bilder von Istanbul geht, die Stadt, fand ich schon. Ey, dieser Flug über den Galata-Turm, so, oh Gott, ja. Da war ich mal. Kriegt man nochmal. Da war ich auch in Assassin's Creed 2. Doch, 2. Was? Nochmal. Da war ich in Assassin's Creed 2. Ach so, auf dem Galata-Turm? Ja, der ist Istanbul nachgebaut worden. Ja, aber der ist doch gar nicht so hoch zum Runterspringen. Ja, aber für Assassin's Creed war das schon okay. Ach so, okay. War es 2? War es nicht Brothers oder sowas? Also, das war eins von diesen Add-ons von 2, glaube ich. War es nicht Brotherhood mit Istanbul? Brotherhood oder Revelations? Aber das gehört ja auch zu dieser Ezio-Reihe. Ja, da kenne ich mich leider Ezio Auditore. Nicht genug aus. Nicht meine Spiele. Es ist Revelations, der in Istanbul spielt übrigens. Habe ich gerade gegoogelt. Nun ja. Habe ich das richtig eingeordnet? War das diese eine Brücke, über die gehen, die den asiatischen mit dem europäischen Teil verbindet? Ja, dann, ne? Die heißt die nicht auch irgendwie? Da weißt du, wie die heißt? Da gibt's nicht nur eine. Aber es gibt auf jeden Fall, also ich weiß es halt nicht mal ganz genau. Und es gibt diese eine, da stehen immer die Leute drauf, die angeln also, und sowas. Und dann genau. Die eine, die führt in diesen kleinen europäischen Teil, meine ich. Ja, doch. Es gibt diese eine Brücke mit diesen Kabeln, die da so lang gehen, die ist auf jeden Fall bekannter. Ich kann es ja mal gucken. Die hieß mal Bosporusbrücke, die heißt aktuell Brücke der Märtyrer des 15. Juli. Das ist aktuell der Name dieser Brücke. Aber ja, Bosporusbrücke hieß die früher. Mhm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Nun ja. Was jetzt? Ja, schöne Impression von Istanbul, Film eher so lala. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, finde ich nämlich auch. Noch eine kurze Frage zum Titel. Wie ist der auf Türkisch und was heißt das dann direkt übersetzt? Ich habe es gerade gegoogelt, Jonas. Also der türkische Titel ist Kurtan Hayatlar und da trifft es eher der englische Titel. Also es ist eher so Leben im Plural aus Papier. Okay. Das ist
Also dieses Das Leben ist wie ein Stück Papier ist schon sehr sehr poetisch übersetzt, fast schon verfälschend eigentlich. Mhm. Aber ja. Gut, kann man nicht weiterempfehlen, Zusammenfassung, Fazit. Leider nein. Leider ja. nicht. Leider nein. Wir können ja das nächste Mal, also es gibt so ein paar türkische Filme, die als die besten türkischen Filme aller Zeiten gelten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Bal, was übersetzt Honig heißt. Der heißt auch Bal Honig auf Deutsch. Der ist von 2010. Theoretisch wäre das eine Idee für den nächsten, wenn wir da mal wirklich einen guten türkischen Film sehen wollen. Gibt's den denn auf Netflix, Amazon, Sky, YouTube? Lass das gucken wir einfach bis zum nächsten Mal. Das schauen wir bis zum nächsten Mal nach und entscheiden, ob es der wird. Also entscheiden wir nächste Woche, okay, welcher Film. Aber Spoiler, scheinbar nicht. Schade. Gut. Was gab's denn? Habt ihr denn in letzter Zeit irgendeinen Film gesehen oder eine Serie, über die ihr unbedingt sprechen wollt? Irgendwas, was ihr weiterempfehlen könnt, im Gegensatz zu Das Leben ist wie ein Stück Papier? Ich hab vorhin schon mit Jonas kurz drüber gesprochen. Wenn man sich unseren Letterboxd-Diary-Account anguckt, dann sieht das so nach 2-Sternen-Wochen aus gerade. Mhm. Ich habe mir ein paar neue Filme geholt und es ist nicht so geil alles. Nichts dabei. Ja, ich habe auch Wonder Woman 1984 gesehen und ich fand den miserabel. Also ich fand den grottenschlecht. Aber ich wollte mich schon wieder darüber auskotzen. Lies gerne meine Letterbox-Kritik dazu. Ich habe mich da sehr lange ausgelassen darüber, was ich alles so strunzdämlich an dem Film fand. Aber was ich euch noch fragen wollte, und zwar, wir haben ja alle den Zack Snyder Cut gesehen von Justice League. Ja. Waren ja von ist gut bis zu sehr gut in den Bewertungen. Aber es ist halt ein 4,5-4 Stunden Werk. Mhm. Jetzt kommt ja anscheinend der Schwarz-Weiß-Cut noch mit erweiterten Szenen. Ja. Würdet ihr euch den noch mal jetzt angucken? Noch mal 4 Stunden für ein paar Szenen mehr und Schwarz-Weiß? Ja. Nö. Ich ja. Also ja, nein. Ja, also, nicht, ne. Boah, 4 Stunden, ich weiß es gerade echt nicht. Für ein paar Joker-Szenen. Ich weiß nicht, was noch groß drin ist. Aber also ich würde vielleicht schon noch 1, 2, 3 Monate vielleicht warten, weil so es ganz frisch ist. Muss jetzt nicht direkt nochmal sein, aber ich habe schon Bock drauf. Also ich habe definitiv Bock drauf. Vielleicht verbinde ich das sogar, ich habe von Parasite die Schwarz-Weiß-Fassung zum Beispiel noch nicht gesehen. Vielleicht verbinde ich das damit. Ja. Also ich würde ihn jetzt auch nicht nächste Woche gucken oder sowas. Nee. Irgendwann. Aber einen guten Film haben wir in letzter Zeit gesehen, aber da würde ich jetzt nicht drüber sprechen, weil wir bestimmt eine Kritik drüber machen. Jonas, kannst das machen wir mal anders. Aber ich habe trotzdem einen guten Film gesehen, auf deine Empfehlung hin von Anfang des Jahres. Ja. Run mit Sarah Paulson. Ja. Wie findest du den? Den fand ich echt cool. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Es ist kurz und schmerzlos, 1,5 Stunden einfach pure Spannung. Der wird teilweise von der Kritik zerrissen. Und für mich ist das ein absolutes Rätsel. Natürlich, hey, warum? Natürlich ist es kein Meisterwerk, der irgendwas komplett neu machen will. Es ist einfach nee, gar nicht. Ein Hitchcock angelehnter Thriller, der einfach Spaß macht und spannend ist. Und das sich nicht zu ernst nimmt, der irgendwie 80, 85 Minuten lang ist, super schnell erzählt ist, zack. Ja. Ich fand den top, mir der richtig gut gefallen. Ja, toll besetzt, ja. Mit den richtigen Schauspielerinnen vor allem. Ich mochte den auch. Ja. Nicht verkehrt, ne? Also, ich finde, man kann nicht viel über den Film sagen, so an sich, aber der ist halt einfach, man sollte den einfach mal angeschaut haben. Ich meine, der ist ganz gut für so einen Abend, wo du jetzt nicht irgendwie 3 Stunden Film schauen willst, sondern einfach so schnell was für zwischendurch, was irgendwie jedem gefallen kann. Genau, stimme ich zu. Packe ich mit dem auf die Watchlist. Ja, der Film, den ich aber eigentlich meinte, den Jonas und ich eher gut fanden, aber über den wir noch eine ausgiebige Kritik machen werden, wir haben tatsächlich Nomadland gesehen. Ist in Deutschland dieses Jahr, soll er ja noch dieses Jahr starten irgendwann. Dann reden wir, wenn es soweit ist. Und wahrscheinlich ist es nicht soweit, nächste Woche Freitag um 17 Uhr, wenn es in den nächsten Podcast geht von Cinema Strikes Back, wo es um Filme, Serien und Comics geht. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen und Mitlachen. Und ihr solltet jetzt auf jeden Fall, falls ihr auf YouTube zuguckt, verlinken wir euch hier noch 2 Videos. Nämlich, was habe ich rausgesucht? Oh, ich habe vergessen, was rauszusuchen. Das letzte Special wahrscheinlich. Ja, checkt auf jeden Fall das letzte Special aus und ein Video unserer Funkkollegen von So Many Taps. Nehmen wir einfach die. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay, ciao. Ciao.